Ich schenke dir ein und trink dir was. Mach uns mal wieder voll, Männer. Also Anfang des Jahres haben wir uns entschieden, weil wir alle sehr gerne Wein trinken, unseren eigenen Wein zu machen. Die Idee, die kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern Michaels Vater als Getränkehändler hatte einen guten Kontakt. Und ja, weil wir oder uns am besten die süßen, lieblicheren Weine geschmeckt haben, haben wir gesagt, das wäre doch was für die Woche der Jugend. Und uns ist aufgefallen, dass zumindest ein Großteil der Jugend auch gerne lieblichen Weißwein mag. Und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir den Wein und den stimmen wir genau ab auf den Geschmack der Jugend. Ja, und dann gucken wir mal, wie das so in Bocholt ankommt. Der Winzer war vorher durch die Familie schon bekannt. Ist ein sehr junger Typ, der Tobi. Und dann haben wir ganz Anfang mal rumgeflaxt, einfach angeschrieben, hör mal, sieht's aus, würdest du für uns jetzt erstmal eine kleinere Menge brauchen, Wein produzieren, einen eigenen, weil der füllt ja eigentlich nur seine Palette ab. Aber er war dann auch gewillt, mal was Neues auszuprobieren mit uns, auch was Süßeres. Weil er selber ja auch ziemlich jung ist, ist ihm das Problem bekannt, dass die jungen Leute eher nicht so viel Wein trinken, weil sie halt eher süßen Wein mögen. Und dann hat er gesagt, da bin ich dabei. Und dann haben wir mal das erste Gespräch zusammengeführt, ja. Der Name Wein 8 ist zustande gekommen, weil, ganz klar, Wein ist ja selbsterklärend, aber die 8 kommt von Luca und mir eigentlich eher. Da wir vorher auch schon zusammen Musik gemacht haben und das auch immer noch tun, was momentan durch Corona natürlich nicht so möglich ist. Und wir heißen Loch 8 und das wiederum kommt vom Golfplatz wirklich, weil wir unseren ersten Gig zusammen auf einem Golfplatz hatten am Loch 8. Und ja, da haben wir gesagt, wir haben da schon so eine kleine Community aufgebaut. Wäre doch cool, wenn wir die 8 mit übernehmen und somit unseren neuen Wein auch ja, Wein 8 nennen. Ja, unseren Wein gibt es in zwei Größen und zwar haben wir einmal den Olaf, das ist der große, in der 075er Flasche und die Liselotte in der 025er Flasche, aber das ist der gleiche Wein, der gleiche süße Wein. Einfach, weil wir gedacht haben, es ist ganz praktisch in der Gastronomie zum Beispiel oder auch wenn man mal nicht einen ganz großen Wein aufmachen möchte, eine kleine Flasche zu haben, weil es auch gut schmeckt aus einer kleinen Flasche. Deswegen dachte ich immer, probieren wir das einfach mal aus. Unsere eigentliche Idee war ja auch noch, die kleine Flasche zu machen, weil wir mal ganz entgegen dem Stil sagen wollten, man könnte so einen Wein auch mal aus der Flasche trinken, wenn er schön kalt ist. Aber das schmeckt ganz gut. Und ja, wie ein Bier, wir haben es auch schon ausprobiert und das geht auch ganz gut eigentlich. Es war halt auch noch so eine Idee, mal ein bisschen ein kleineres Fläschchen zu machen. Also den Wein kann man online bestellen, online bezahlen und dann auch im Bocholt abholen, was natürlich auch im Sinne der Umwelt ist. Es kann aber auch genauso gut verschickt werden. Also wir haben da eine Glasversicherung und somit kommt der Wein auch gut nach Hause, wenn man nicht im Bocholt wohnt. Prost! Feines Weinchen. Ist ein Wein heute schon?